Hey Leute, ich bin wieder da mit einem neuen Video heute. Gestern sind die Änderungen der aktuellen Allianzmissionen live gegangen. Wir haben neue Minibosse, je nachdem welche Karte ihr spielt, haben sich die verändert. Und wir haben natürlich statt den Symmioiden jetzt die Sentinels als Gegner. Da sich die Beschwerden über die Sentinels mittlerweile doch sehr häufen und viele Leute damit Probleme haben, habe ich gedacht, ich schmeiß mal so ein bisschen in die Runde, was ich gelernt habe über die Sentinel, was mir geholfen hat und wie ihr am besten und am effektivsten durch die neuen Allianzmissionen oder die gleichen Allianzmissionen mit neuen Gegnern kommt. Dafür werden wir als allererstes mal den Ursprung allen Übels anschauen und das ist der neue Champion, der Sentinel, der Standard-Sentinel, den ihr auch bekommen könnt als spielbare Champion. Dabei gibt es hauptsächlich zwei Dinge zu beachten oder zwei Fähigkeiten, die er hat, die extrem wichtig sind. Und das ist seine passive Fähigkeit Zielanalyse. Sentinel erhält Aufladungen, wenn ihr hintereinander die gleiche Fähigkeit einsetzt. Dazu gehören unter anderem der leichte Schlag, der schwere Schlag, Ausweichen, Superkräfte und so weiter. Also im Prinzip alles, was ihr zweimal hintereinander macht, gibt ihm vier Aufladungen. Das Ganze stapelt bis 100, dann erhält er Analyse abgeschlossen. Die Analyseaufladungen und auch Analyse abgeschlossen sind keine Buffs, das sind passive Effekte. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch nicht wegmachen mit Champions wie Scarlet Witch oder anderen Champions, die Buffs entfernen. Wenn er Analyse abgeschlossen hat, dann gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und zwar werden seine Superkräfte unblockbar. Das heißt, ihr müsst dem Ganzen ausweichen. Und wenn er einen schweren Schlag einsetzt, wird er für 0,8 Sekunden unaufhaltsam. Das heißt, da müsst ihr dann auch aufpassen, dass ihr nicht im falschen Moment da reinhüpft. Zusätzlich dazu wird die Dauer aller Buffs oder alle Debuffs, die ihr auf euch macht, also zum Beispiel Rüstungsbruch, Schock, Einäschern und die ganzen schönen Sachen, wird um 100% erhöht. Okay, wir kämpfen in der Allianzmission, aber nicht gegen den Standard-Sentinel, sondern es gibt verschiedene Versionen. Die kennt ihr aus der letzten Event-Quest, da waren auch verschiedene Versionen drin. Es gibt insgesamt 6 Stück pro Klasse. Eine Version, also Mutant, Talent, Forschung, Mystik, Kosmos und Technologie. Jeder von den Sentinels hat unterschiedliche Fähigkeiten, auf die ich jetzt ganz kurz eingehen werde. Die gerade erwähnte Zielanalyse und Analyse abgeschlossen hat jeder Sentinel, sowie Gift- und Blutimmunität hat auch jeder Sentinel. Gut, wir fangen an mit dem Mutant. Mutanten haben bekanntermaßen die beste Regeneration im Spiel. Das heißt, der Mutanten-Sentinel kann sich regenerieren und seine Fähigkeiten verursachen eine Blutung bei euch. Also seine normalen Angriffe und die erste Superkraft. Und die zweite Superkraft verursacht Schaden basierend auf eurem Kraftlevel. Das heißt, wenn ihr bei voller Kraft seid, verursacht die zweite Superkraft am meisten Schaden. Das heißt, ihr müsst wirklich versuchen, das Ganze so gut es geht auszuweichen. Der nervigste Sentinel ist wohl der Talent-Sentinel, weil er alle Debuffs direkt abschüttelt. Ihr kennt das von Agent Venom oder Crossbones zum Beispiel. Oder auch die Talent-Symbioiden konnten das zum Teil. Das Ding bei dem Sentinel ist allerdings, es passiert unglaublich schnell. Ihr müsst da wirklich aufpassen, selbst beim Parieren kann es manchmal sein, dass ihr nicht schnell genug wieder angreifen könnt, bevor er die Betäubung vom Parieren schon abgeschüttelt hat. Außerdem, wenn ihr von seiner ersten Superkraft getroffen werdet, dann erhaltet ihr Gehirn und Gehirnerschütterung und eure Fähigkeitengenauigkeit wird um 100% verringert. Ist ziemlich nervig, sollte also nicht passieren. Dann haben wir den Forschungs-Sentinel. Der Schaden von ihm erhöht sich mit der Anzahl seiner Analyse-Stacks. Das heißt, er wird, wenn er bei 100 ist, relativ viel Schaden machen. Seine erste Superkraft entfernt alle Debuffs, die er auf sich hat, und seine zweite Superkraft erhöht den Schaden pro Debuff, den er hat. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig spielen. Am besten ist wirklich immer noch einfach den Superkräften ausweichen. Ich komme aber auf die allgemeinen Tipps später nochmal zurück. Dann haben wir den mystischen Sentinel, bekommt Kraft, wenn ein Buff abläuft. Ihr kennt das aus der Meisterung, mystische Streuung. Da könnt ihr nicht viel gegen machen. Einfach versuchen, so wenig Buff-Champions wie möglich mitzunehmen und manchmal ein bisschen blocken und nicht unbedingt dann noch ausweichen. Das Geschick zählt da natürlich auch mit rein, das kennen wir alle. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die ihr da habt, das zu umgehen. Außerdem entfernt die erste Superkraft eure Buffs.
Und die zweite Superkraft macht mehr Schaden, je mehr Buffs aktiv sind. Dann haben wir den Cosmos Sentinel. Der bekommt Kraft, wenn ihr einen Buff erhaltet. Also nicht wie beim Mystischen, dass es so ist, wenn es ausläuft. Sondern bei ihm ist es so, wenn ihr den Buff erhaltet. Er bekommt einen Wuteffekt bei erfolgreichen Treffern. Und wenn er seine zweite Superkraft einsetzt. Und seine erste Superkraft macht einen Rüstungsbruch. Und am Ende haben wir noch den Technologie-Sentinel. Der macht Kraftraub und Kraftentzug, wenn er euch trifft. Also wenn er euch trifft, verliert ihr Kraft, die er dann bekommt. Und er macht einen Kraftschluss auf euch, wenn er seine zweite Superkraft einsetzt. Das heißt, ihr könnt keine Kraft mehr gewinnen. Das sind so die Sachen, auf die ihr bei den verschiedenen Sentinels achten müsst. Was gibt es im Allgemeinen zu beachten? Ich weiß, dass viele Leute sich momentan stark über die Sentinels beschweren. Es ist neuer Champion. Der Sentinel an sich ist noch nicht so lange im Spiel. Aber gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Als die Symbioiden am Anfang kamen, hatten die Leute auch Probleme damit. Irgendwann habt ihr raus, wie ihr gegen den Sentinel spielen müsst. Lernt die Animationen. Das ist das für mich persönlich das Hauptproblem. Da der Sentinel oder die Sentinels größer sind als normale Champions, sind die Animationen ein bisschen anders. Einfach das Ganze üben, das kommt mit der Zeit. Ihr kommt da rein, dann klappt das. Außerdem müsst ihr schauen, dass ihr eure Kombos mischt. Also nicht immer Medium, leicht, 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 Medium machen. Also, oder mittlerer Schlag, leichter Schlag, leichter Schlag, leichter Schlag, mittlerer Schlag, sondern ihr müsst ein bisschen abwechseln, dass er möglichst wenig Analyseladungen erhält. Außerdem empfehle ich euch wirklich, dass ihr die Superkräfte von den Sentinels lernt. Ihr könnt beiden komplett ausweichen, das ist möglich. Auch die zweite Superkraft ist gar nicht so schwer. Es sind drei Teile. Ihr müsst einfach beim ersten zurückwischen, dann nochmal zurückwischen und dann nochmal, dann habt ihr allen dreien ausgewichen. Der mittlere Teil der Superkraft sind mehrere Schüsse, deswegen kann das vielleicht ein bisschen nervig sein, aber das habt ihr mit ein bisschen Übung, habt ihr das Timing dann raus. Wie vorher erwähnt, sind die Sentinels immun gegen Gift- und Blutungsschaden. Das heißt, ihr müsst wirklich auch darauf achten, wenn ihr eure Champions auswählt, wenn ihr euer Team macht, dass ihr keine Champions mitnehmt, die da stark darauf angewiesen sind. Also ein Archangel zum Beispiel wird euch in der Allianz-Mission nicht weit bringen. Eine einzige Ausnahme, die ihr vielleicht machen könnt, ist Wolverine. Wolverine war auch schon immer gut für den Immunen, also für den Pfad mit den Immunen Champions, einfach aufgrund seiner Heilung. Ich würde euch aber in dem Fall empfehlen, wenn ihr die Wahl habt, dann nehmt lieber X23 mit. Die Heilung ist ein bisschen niedriger, aber der Schaden ist deutlich höher. Da kommt ihr viel besser durch. Und ein letzter Tipp noch, den scheinbar viele nicht wissen, ihr könnt den schweren Schlag unterbrechen. Der schwere Schlag von ihm besteht auch aus zwei Teilen und da könnt ihr einfach mitten rein, bevor es seine Energieattacke macht, könnt ihr rein und könnt das Ganze unterbrechen. Und eine letzte Sache, die scheinbar auch nicht alle wissen, die schon während der Eventmission von vielen nicht beachtet wurde, die Sentinels, die nicht der Champion an sich sind, sondern die Sentinels, die in der Allianzmission findet, haben keine dritte Superkraft. Die haben drei Kraftbalken und die können drei Kraftbalken voll machen, die haben aber keine dritte Superkraft, die sie aktivieren können. Das heißt, wenn die voll sind, ihre Superkraft einsetzen, dann setzen sie die zweite Superkraft ein. Das ist relativ wichtig. Ihr müsst da nicht darauf achten, dass der nicht zur dritten Superkraft kommt. Welche Champions eignen sich jetzt super oder eignen sich jetzt besser für die Allianz-Mission? Die drei besten Champions, die ihr mitnehmen könnt, sind Nebula, Spider-Mans, Stark Enhanced, also oder halt Sparky und Medusa. Der Grund dafür ist, dass Nebula und Medusa gegen Roboter extrem stark sind, weil die komplett negieren. Und Spider-Man, Stark Enhanced, Sparky macht mehr Schockschaden mit seinem zweiten Special, mit seiner zweiten Superkraft gegen Roboter. Das heißt, die drei sind super effektiv und sind in meinen Augen vermutlich die beste Wahl, die ihr treffen könnt. Da die aber nicht jeder hat und ihr braucht die auch nicht, ist es nicht so, dass man nicht mit anderen Champions die Mission spielen kann. Es gibt viele andere Alternativen. Eine Kategorie, die ich kurz erwähnen möchte, ist Champions, die mit ihrer Erst-Superkraft betäuben. Das funktioniert ganz gut. Da habt ihr zum Beispiel Thor, Hulk, Gambit, ein Champion, der oft vernachlässigt wird, der aber eigentlich schon relativ stark sein kann, wenn ihr ihn richtig spielt. Und Ronan, die funktionieren auch ganz gut. Einfach die erste Superkraft einsetzen, den Gegner betäuben und dann immer wieder die erste reinballern. So könnt ihr den Gegner komplett betäubt halten für die Dauer des Kampfes. Es sei denn natürlich, ihr habt Pech und bekommt keine Betäubung. Was passieren kann, dann müsst ihr halt kurz damit klarkommen. Der große Vorteil, den ihr da habt, ist, dass zum Beispiel Hulk und Ronan noch giftimmun sind. Das heißt, falls ihr den Giftweg geht,
dann habt ihr da noch die Möglichkeit, die Champions einzufangen zu nehmen. Außerdem wirklich gut, für mich persönlich die beste Variante, weil ich Hyperion als Rückstand von 4 habe, deswegen ist das für mich die beste Wahl, ist eben Hyperion. Das eine erscheint durch seine erste Superkraft, was auch unglaublich viel Schaden, und er kann mit seiner zweiten Superkraft betäuben und einen Rüstungsbruch machen. Da die Sentinels viel Rüstung haben, viele Leben haben und einfach generell sehr tanky sind, sind solche Champions total klasse. Andere wirklich gute Champions, die ihr da nehmen könnt, sind Scarlet Witch, Iceman, Star-Lord, Quake, Magic, Blade, Vision, Angela. Ihr seht im Prinzip alles, was nicht auf Gift und Blut, also Gift und oder Blut angewiesen ist und einfach relativ viel Schaden macht, funktioniert super gut gegen die Sentinels. Ihr braucht nicht die Top-Tier-Champions, ihr braucht einfach nur ein paar solide Champions. Mit denen kommt ihr super gut, wenn ihr das Ganze ein bisschen übt. Es hilft, wenn die Champions eine hohe Blockwertung haben, wie zum Beispiel Quake oder auch Captain America, wäre auch eine Option. Dann, wenn ihr die Specials blocken müsst und generell die Fähigkeiten blocken müsst, dass ihr nicht so viele Leben verliert. Aber im Allgemeinen könnt ihr die Sentinels mit allen Champions besiegen. Ihr kommt da gut durch, das klappt, gebt dem Ganzen einfach Zeit, verzweifelt nicht, rennt nicht einfach stur rein, überlegt ein bisschen davor. Ja, wie gesagt, nehmt euch Zeit, übt das Ganze, ich werde im Video den Namen von dem Spieler einblenden, gegen den ich die Duelle mache. Das ist 5 Sterne Sentinel, da könnt ihr dann schon mal ein bisschen üben, dass ihr generell mit den Animationen von dem Champion klarkommt. Ansonsten einfach nicht verzweifeln, geht das Ganze langsam an, geht das Ganze ruhig an. Ich glaube an euch, ihr schafft das. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute.